So, als ich mir meine Schiene gebaut habe, habe ich mir gedacht, du könntest ja eigentlich auch mal versuchen, einen Schneckenantrieb zu bauen, um deine Z-Achse zu erweitern. Das ist aber rausgekommen. Ich gebe zu, es eiert ein bisschen, aber wir arbeiten dran. Es handelt sich hierbei um einen Globoiden-Schneckenantrieb.